Ja, Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Part Pokémon Platin. Ich bin KOH, ich begrüße euch mal wieder. Und ja, im letzten Part haben wir unser Pokémon erhalten. Und jetzt läuft, ja, mein Typ ist gerade nicht gelaufen. Ich sagte auch, dass ich noch auf Pause war, also nicht wundern, jetzt geht's weiter. Also, im letzten Part haben wir unser Starter-Pokémon Schlast bekommen, haben gegen unseren Rivalen Blondie gekämpft und jetzt wollten wir eigentlich zu Professor Eibe nach Sandgemme gehen, um uns zu bedanken, dem zu reden. Unsere Mutter meinte, wir sollten hin. Jetzt kommt noch eine kleine Sequenz mit Blondie. Bist du langsam? Kawa, ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist da eine blendende Idee gekommen. Hör zu. Du kennst doch den See, in dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Okay. Du und ich zusammen kann uns niemand aufhalten. Gut, dann. Boah. Gib durch das einfach mal. So laufen wir nochmal, beide gleich. Ich renne voll gebückt nach vorne und der einfach gerade. So, als ob der das jeden. Na gut, macht er jeden Tag, aber so als ob er es jeden Tag machen würde. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Ihr wisst, was im Latzen noch sagen könnt. Alle, die haben mit dem Mann erkennen. Legend, warte, der Pokémon. So könnte man es natürlich auch sagen, aber das wird zu viel nachgemacht und habe ich keinen Bock drauf. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Schön, dass wir es lesen durften. Also ich hätte schon vor, dass ich drauf gucken könnte. Was geht hier vor? Den Typen, alle, die dieses Spiel kennen, kennen diesen Typen. Der Fluss der Zeit, der sich dehnend Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Kennt ihr Yugi OGX? Da gibt's auch Cyrus, der ist auch blauhaarig und ist ein Lappen. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Schauderhaft, dieser Typ. Und er kommt auf uns zu. Lasst mich durch. Tretet zur Seite. Sehr höflich. Er hätte einfach nur gesagt, da ich mir durch, wäre es natürlich auch gegangen, aber naja. Was sollte denn das? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Kawa. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Ja! Hast du das gehört? Das war bestimmt das legendäre Pokémon. Wow, hast du das gehört, Kawa? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Hey, ich kann Gedanken lesen. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es ein. Fehlt dir nicht was? Warte mal. Was? Wir haben überhaupt nichts dabei. Wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokébälle, du weißt schon, diese Dinge zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen. Oder mit uns herumtragen. Ob Professor Eibe uns vielleicht schickt, ich bin mir ganz nicht fragen. Was ein Schmarotzer, dieser Kerl. Du weißt ja noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei, okay, Kauha? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst mit dem Professor in Sandgame ist, hat gewonnen. Gut. Also ich habe mir angewohnt, immer als allererstes ein paar Kämpfe hier noch zu bestreiten, da ich auf jeder Route irgendjemanden Kampf machen will. Deswegen unser allererster Gegner, abgesehen von dem Rivalen, ist ein Bidiza Level 3. Dieses Pokémon, das werden wir bald öfter sehen. Also wie ich euch gesagt habe, ich habe so mein Favoritenteam zusammengestellt, das natürlich dann von euch mit dem sechsten Pokémon bestückt werden könnte. Und die vierte Generation ist leider noch die letzte Generation, der man VMs einfach braucht. Richtig unnötig, aber naja, auf jeden Fall, in jeder Edition gibt es dann ein Pokémon, das eigentlich fast alle VMs erlernen kann, die man braucht. Und dieses Pokémon ist in diesem Fall Bidiza. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, dass dieses als vorheriges sechstes Pokémon bei uns auftreten wird. Und dann so die Rolle als VM-Kenner nehmen wird. Also das ist unser Kenner. Dieses wird dann halt dazu da sein, die VMs zu benutzen, damit wir jetzt zum Beispiel die Attacke zertrümmern. Mag sein, dass vielleicht ein paar von euch mögen wird, aber ich mag sie nicht, sie ist eine schwache Attacke.
Und sie bringt einfach nicht viel. Das ist einfach nur eine VM. Und damit nicht irgendeinen der wichtigen Plätze meiner Pokémon benutzen muss, gebe ich diese an Beezer. Und dieses wird dann am Ende einfach an die Box gelegt, mit dem euren Wunsch ausgetauscht. Und das heißt dann einfach, dass Beezer so ein Platzhalter ist quasi. Das hört sich dann blöd an, aber es ist halt so und da kann man halt nichts ändern. So, Level 7. Das würde jetzt für den Anfang reichen. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu Professor Eibe. So. Route 201. Wir haben ein Pokémon dabei. Wir dürfen ins hohe Gras. Das heißt Showtime. Natürlich. Kein Pokémon. So, warte. Hier oben ist ein Typ. Der ist mir sehr sympathisch. Den gibt es wahrscheinlich. Ich will eigentlich in jede. Okay, das Spiel ist, glaube ich, durch Bilizas ersetzt worden. Also nicht wundern. Also ich glaube, den gibt es in jeder Edition. Den habe ich in der dritten Generation auch schon gesehen gehabt. In der Edition davor habe ich leider keine Erinnerung mehr dran. Tut mir echt leid, Leute. Muss ich nur mal gucken. Weil dieser Typ ist sehr praktisch. Er macht Werbung. Das ist ein Werbemacher. Also er erzählt uns was im Supermarkt und wie nützlich er doch ist und was weiß ich was. Und als Werbegeschenk bekommen wir einen Trank. Er ist hier, wie ihr bestimmt wisst, einfach nur richtig nützlich. Dadurch, dass wir halt noch nicht so viel KP haben, sind diese 20 Punkte, die wir von diesem Typen, von diesem Trank dann bekommen, einfach richtig nützlich. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht geowned werde. Das wäre nicht so geil. So, nur weil wir zu diesen Typen wollen, hier haben müssen wir riskieren, voll besiegt zu werden. Ne? Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt, hab ich gesagt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémons in Kraftpunkte KP angibt? Okay. Geh in die KP eines Pokémon auf null, wird es kampfunfähig. Nimm die KP eines Pokémon ab, solltest du mit einem Trank helfen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Nimm nur, er kostet dich nichts. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Trank erhalten. Vielen Dank. Und KOH verstaut den Teil. Medizintasche? Keine Ahnung, hab ich nicht gelesen, vergessen. Und schon wieder ein Bibiza. Oh mein Gott, das wird auf Dauer echt langweilig mit dem Bibiza. Ich hoffe mal, dass auch noch keine Pokémon hier auftauchen. Wäre sehr vorteilhaft und ich hoffe nicht, dass ich jetzt so ziemlich. Okay. Okay, das können wir gerade aushalten. Ein KP. Das ist doch nicht so tragisch, wie ich gedacht habe. Das wird echt knapp, also ich glaube, den Kampf verlieren wir noch gegen diese Bilizer. Oder auch nicht? So, also wir haben bald schon Level 8, das finde ich eigentlich recht klasse. Ich habe mir am Anfang ein paar Gedanken gemacht, ich habe schon mal angespielt, ich habe mir schon eigentlich recht die ganzen Infos gemacht. Ich habe Team zusammengestellt, ich habe auch für jeden Rivalen, also für die Bosskämpfe, so Arenaleiter, Rivale, Team Galactic, habe ich mir halt schon so eine Levelanzahl gegeben, wo ich sage, ey, wäre eigentlich ideal so, damit man diesen Kampf ohne Probleme überstehen kann. Ich gucke, ob ich mich dran halte oder nicht, das werde ich halt im Spielverlauf sehen. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und Bums. Ah, diese Szene. Was zum. Oh, du bist es, Kawa. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Kawa. Ich mach mich schon wacker. Bis dann. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Richtig genial. Und da sehen wir ihn. Na, wen haben wir denn da? Den Typen, den du erwartet hast, natürlich. Du bist KOH, nicht wahr? Ja. Yep. Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Verstehe. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Es war also kein Fehler, Shinas in deine Oppo zu geben. Was auch nicht. Würdest du ihnen gerne einen Spitznamen geben? So sieht's aus. Also, ich muss euch sagen, diesen Namen, den ich jetzt nehme, ich weiß nicht, ob ihr etwas sagt. Ich habe auf Facebook Dragon City gespielt. Mein ersten Drachen, den ich davon bekommen habe, hieß Bonzo. Und nebenbei schreibe ich halt auch noch so Theaterstücke, Gedichte, Geschichten. Hört sich da peinlich an, aber ich finde es geil. Und ein Charakter von meinem Theaterstück heißt auch Bonzo. Und ich finde diesen Namen einfach geil. Ich kann dazu nichts sagen. Deswegen nenne ich mein Schilast Bonzo. Ach so, bist du denn mit dem Spitznamen zufrieden? Natürlich.
Als ich euch aber ertappte, wie ihr weil ohne Puppe das hohe Gras gehen wolltet, war ich schon schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Ey, das habe ich vorhin über Bunny gesagt. Aber du hättest mich schnell umgestimmt, habe ich. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es dir das genauso. Deswegen möchte ich dich bitten, dich um gut im Schlaf zu kümmern. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu deinem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich. Oh, das kann ich ja nicht aussprechen. Domina, Hilfe! Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Wir sollen jetzt. Also, ich springe jetzt einfach mal, weil das einfach unnötige Information ist, dass er da labert. Er erzählt, dass er alt ist, wo er Pokémon studiert hat und die Arten, in denen sie nur leben, bla bla bla. Und er möchte, dass wir jetzt mit dem Pokédex alle Pokémon sehen. Und das will natürlich für ihn machen, sehr gerne sogar. Das ist nämlich die Aufgabe des Spiels. Wir haben den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist sein neuestes Modell. Ich warte automatisch Pokémon-Arten. Das sagen sie immer wieder, das neueste Modell und dabei macht alles das Gleiche. Ich möchte euch bitten, über den zu gehen, alle Arten von Pokémon in dieser Region zu finden. Werde ich machen. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route deines Eingangs bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf der Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Nun geh. Kauha, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Plinter. Hättest du auch. Die hätten wir das gleiche. Hätten wir nicht. Aber egal. Ich meine, war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Lucia, Lucia, egal. Ich habe im Wasser die Erstellung des Pokédex. Beide du und ich sind schon nur ein paar Schritte voraus und bla bla bla. Ich freue mich schon gern, an ein oder anderen zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Kauha. So, weiter geht's. Dum, 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 dum. Jetzt führt uns Lucia. Lucia, ach Mann, ey. Ach so, ja, komm, jetzt kommt zuerst noch der. Ich habe hier ein praktisches Item, du solltest mitnehmen. TM27, Rückkehr. So, je mehr mein Pokémon mich mag, desto stärker wird diese Attacke. Das Gegenteil zu Frustration. Der Teil Rückkehr, verwendet eine Maschine oder TM bringt ein Pokémon dort eine Attacke bei, aber halt nur einmal. Deswegen wollen wir daran denken, was wir tun. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sie die Freundschaft zwischen dir und dem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Auf Wiedersehen. Klasse, ich wusste gar nicht, dass du technische Maschine hast. Vielleicht war ein Junge dann Leibniz-Trainer. Hat er vielleicht so angeahnt vorhin, hat's gesagt, so indirekt, aber naja, egal. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich Assistentin des Professors. Okay, Domino, ich sag's doch. Mir nach! Was sollte hier werden, ne? Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier gehalten. Die meisten sind im Pokémon Center. Logisch. Rotes Pokémon-Kreuz. Das Gebäude mit dem blauen Dach, dort ist der Pokémon-Supermarkt. Das ist Edeka für Pokémon. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Kauha, du fängst gerade erst an als Trainer, da wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber es sollte dich nicht stören. Jetzt kommt's. Achtung! Oh, fast hätte ich es vergessen, Kauha. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Pokémon bei der Erstellung des Pokédexes hilfst? Du wirst weit reisen, dann sollst du ihm Bescheid sagen. Aber bevor du das tust, heile zuerst deine Pokémon im Pokémon-Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut! So. Also, zuerst mal gehe ich hier rein. Und werde gucken, ob ich mir schon Pokébälle kaufen kann. Ich will, es ist eher perfekt. Kaufe ich mir schon ein paar Pokébälle. 5 Stück werden reichen, aber ich bekomme ja gleich auch noch mal welche. Aber ich weiß nicht, ob das in den Part noch reinpasst. Dann der Trank. Von denen nehme ich mir 4 Stück. Habe ich schon einen. Wird reichen. So, Gegengift brauche ich hier zwar noch nicht, aber sicher ist sicher. Kann ja sein, dass hier am Ende dann noch was passiert. Habe ich noch nie erlebt und ich spiele das Spiel schon etwas lange. Also ich habe schon ein bisschen was damit gemacht, aber auf jeden Fall immer sicherheitshalber was mitnehmen, sonst also es kann immer was Dummes passieren. So, jetzt rennen wir noch schnell zurück und mit Blick auf die Uhr ist meine Zeit gleich schon wieder vorbei. Finde ich schon blöd. Ja. Und ist immer so, wenn man Spaß hat, dann vergeht die Zeit einfach so schnell. Das ist halt, naja, was soll man sagen, ne? Ist halt ein bisschen blöd, aber gibt Schlimmeres, finde ich auf jeden Fall. So, deswegen. Machen wir das einfach so. Das stellen wir einfach in den nächsten Part rein, weil ich weiß nicht, ob ich dieses Gespräch noch reinbauen würde und das dann zu cutten, wäre echt blöd. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wie ich schon im letzten Part gesagt habe, Kommentare mit Verbesserungshilfen wären sehr freundlich. Ein Daumen hoch oder ein Abo wäre natürlich perfekt.
Und wie gesagt, das sechste Pokémon, es liegt an euch. Ihr müsst es aussuchen. Deswegen schreibt es in die Kommentare und sagt mir, was ihr haben wollt. Es wäre richtig ideal, wenn ihr das machen würdet. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Euer KOH.